So, wir sind jetzt bereits in Albanien und gehen jetzt mal hier am Mittag auf diese alte Festung drauf. Genau. Und jetzt hier und Albanien, und dann gehen wir noch nach Mazedonien. So, wir sind jetzt in Tirana, quasi in der Innenstadt. Das ist eine Stadt, die extremen Wandel in den letzten 20 Jahren durchlaufen hat. Bis vor 20 Jahren war das größte Gebäude hier 5 Stockwerke hoch. Mittlerweile werden hier überall Häuser gebaut und das ist wirklich eine moderne Stadt. Also unsere erste Vorstellung von Albanien war, dass es ein armes Land ist, aber das ist definitiv hier nicht zu erkennen. I mean, I am not, I don't like the bombing. Ich habe jetzt ja wirklich alles von Tirana erwartet. Das ist wirklich überraschend. Eine absolut junge und moderne Stadt. Voll europäisch. So, yes. Okay, now we will cover also that part. It was a smart way of creating a dictatorship because it really gives you the illusion that you are electing them. Once legally in power, Hoxha closed the borders, cut ties the relation with the West. When I say guys, trust on each other, and they will try to connect with the West. Und haben von hier aus auch eine wirklich große Weitsicht. Also the house under reconstruction, they're under restoration of the ethnographic museum. Whoa. Hey. Whoa. Enjoy. Thank you. Like after the Ataturk, it became with the Latin words, Latin letters. That's right, that was editor. One of his